Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Satisfactory Multiplayer mit Raphael. Guten Tag. Ja, so wie viele Projekte, die aktuell hier in der Geburtstagswoche kommen, ist es schon einige Zeit her, dass wir das Ganze mal aufgenommen haben. Ich meine, da haben verschiedene Faktoren reingespielt, wie einfach mal, ach Junge, jetzt lass doch mal mit diesen blöden... dass halt irgendwie gerade ein bisschen Stress war und ja, da muss halt gucken, so, was ist halt wichtiger, so die Hauptkanalprojekte oder beziehungsweise die Hauptprojekte ist es ja mehr mittlerweile immer noch. Und da halt so die Uncut-Nebenprojekte und da haben wir halt Satisfactory halt ein bisschen was ja hinten angegliedert. Ich habe währenddessen, während das Spiel schon jetzt so gelaufen ist, also jetzt halt nicht gelaufen, aber halt gelegen hat, habe ich das einfach mal laufen lassen. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas gemacht habe. Aber auf jeden Fall ist das hier jetzt fertig mit den ganzen beschichteten Dingern hier, die wir das letzte Mal dann noch fertig gemacht haben. Und da können wir auf jeden Fall jetzt den Weltraumlift starten, das erste Mal. Und sozusagen das ganze Zeug in den Weltraum schießen, um neues Zeug freizuschalten, weil wir mit der Forschung nicht mehr weiter konnten. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal Ziel. Was heißt das? Bin ich dumm? Starten? Kann das sein? Nee, versiegeln so. Versiegeln, ach okay, ja. Und Send ist dann starten. Gut, zieh mal einen Hebel. Oh, guck mal, da sehen wir schon das nächste. Auch ein gut. Abdichtung. Jo. Geht die Plattform höher in den Himmel. Und das sehen wir auf jeden Fall schon. Wir brauchen das nächste jetzt nicht mehr 50 intelligente Beschichtung, sondern 500. Außerdem 500 Mehrzweckgerüste und 100 automatische Verkabelungen. Aber das soll uns erstmal nicht kümmern, denn wir schauen jetzt erstmal, wo, was, wie wir als nächstes brauchen. Ich meine, das mit den Auto, mit den beschichteten Dingsbumsen, das läuft jetzt automatisch gleich weiter. Das finde ich gut. Ich komme ja nicht durch. Ja, haben wir ja noch alle Ressourcen da. Übrigens, Raphael hat jetzt endlich mal ein neues Mikrofon. Wir sollten nicht mehr die Probleme haben mit Piepsen oder sonst was. Wobei ich mich echt loben muss, ich habe das wirklich gut rausgeschnitten in der letzten Factorio-Folge. Und man sollte ihn jetzt ganz normal hören, aber er hat eine mechanische Tastatur, was man dementsprechend auch hört. Das möchte ich zu entschuldigen. Bitten zu entschuldigen. Dingsbum, blablabla. Kohleenergie, Fahrzeugtransport, einfache Stahlproduktion. Oh, das ist geil. Verbesserter Nahkampf, fortgeschrittene Stahlproduktion. Ach guck mal, da kriegen wir die automatische Verkabelung her. Hypertubes und Logistik MK3. Ich möchte Auto fahren. Autos sind zwar nicht. Haben wir modulare Rahmen überhaupt schon? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, wir haben modulare Rahmen schon. Ich glaube nicht, dass das uns Zeug als Meister uns gibt, dass wir die Ressourcen noch nicht herstellen können. Doch, gibt's manchmal. Echt? Ja. Ja, gut, ich hab Satisfactory auch. Wobei, wahrscheinlich. Also nicht mehr gespielt. Wobei, wahrscheinlich nur bei der nächsten Stufe dann. Also. Ja. Nährstoffe. Gibt's denn hier noch alles? Beziehungsweise. Oh, es gibt noch so viel Forschung. Hast du zufällig. 7 Gewebe? Habe ich zufällig nicht. Schade. Was macht man das? Ich habe nur eine Mörser-Sphäre. Okay, hast du Biomasse? Reine Biomasse. Ich habe nee. Und ich muss noch Xenosepper wegbringen. Achso, und ich habe übrigens während des Weihnachts-Events, also an Weihnachten gibt es immer so einen Kalender, da war ich einfach jeden Tag mal hier drin und habe ein bisschen was eingesammelt an das Zeug. Das Zeug, blablabla. Das bringt uns jetzt reichlich wenig, also ich weiß nicht, das tun wir am besten, glaube ich, in meine Kiste und verstauen das irgendwo, wo es keiner sieht. Es gibt übrigens im Hub ein neues Minigame, was man jetzt spielen kann an dem Computer im Hub. War das nicht schon in der Weihnachtszeit? Kann sein, aber haben wir in der Weihnachtszeit eine Folge gemacht, ist die Frage. Nee, haben wir nicht. Eben, deshalb sage ich es ja hier. Doch hier, ach guck mal hier. Fixit Productive Packer Deluxe. Starte das Spiel. Level 1. Ach stimmt, das war das hier, ja. Ja, das habe ich glaube ich schon mal ausprobiert. Nö, das kriegen wir nicht da rein. Kriegen das da rein. Und das da rein. Und jetzt habe ich das verpennt. Das ist schlecht. Das war dumm. Ja, okay. Senden wir.
Also in dem Spiel geht es, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, geht es einfach darum, dass du möglichst die Fläche sinnvoll ausnutzt. Und das ist natürlich so ein Ding, das bringt zwar viele Punkte, aber dementsprechend auch schwierig, den Platz danach zu nutzen. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so Arcade-Zeug zeigen wollen. So, warte mal, kann ich da irgendwas machen? Nee. Nee, was nächste? Ach, Mist, das wollte ich nicht. Na, jetzt wird's Grütze. Du siehst natürlich halt auch nichts, was ich jetzt gerade mache. Okay, das ist einfach eine absolute Grütze. Genau, kannst du mal ein bisschen Biomasse besorgen? Wenn man dem Kann ich, Raphael ja. sagt, was er machen soll, dann macht er nämlich nichts. Ich mache durchaus Dinge, sie sind noch nicht immer nützlich. Nee. Nicht immer ist eine gute Beschreibung, ja. Komm schon, ab und an mache ich schon nützliche Ja, Dinge. okay, Es selten. kommt zwar nicht Stimmt, in häufig Factorio vor, aber es hast kommt du vor. mal was Sinnvolles gemacht. Da war ich erstaunt. Aber dafür war in Factorio halt mein Audio Nein. nicht YouTube 700. TOS entsprechendes Wort hier einsetzen. Genau. Warte, was wollte ich jetzt? Wir brauchen für die Forschung, brauchen wir Kabel und Stangen. Stangen, das haben wir hier irgendwo abgezwockt. Das weiß ich noch. Stangen, Stangen, Stangen. Oh, guck mal hier, Stangen. Brauchen wir 400 von. Nehme ich einfach mal mit. Dann können wir die Ich gleich schon mag direkt diese anbringen. Motorsäge. Diese Motorsäge ist sehr praktisch. Ja, durchaus. Dann brauchen wir noch Kabel. Kabel werden aus Kupferdraht hergestellt. Kupferdraht kommt von dort hinten. Das heißt, hier kommt Kupferdraht an. Haben wir eine Kabelproduktion? Wir haben keine Kabelproduktion. Wir haben nur Kupferdraht. Kabel sind ja einfach nur Kupferdraht mit noch einer extra Baustufe. Ja, aber es ist trotzdem. Fabrikator, genau. Einen Konstrukteur. Den Bogen mal einfach noch mit hier hin. Guck mal, dann sieht das doch fancy aus hier. Machen wir es mal MK1 hier, das reicht. So. Dann geht nämlich aus dem da, Clayton das da und der macht Kabel draus. Und dann können wir hier noch einen Ich habe Container jetzt oben drauf setzen. 845 mal Biomasse. Ja, okay, das sollte reichen. Ja, denke ich auch. Wie viel brauchen wir denn? Ich brauche einfach nur ein bisschen was, um ein paar Gewebe herzustellen. Kannst du mir das so einfach Warte. hinschmeißen? Mycelium habe ich schon, deshalb. Danke. So, dann brauchen wir Ich 100 überlege, ob ich mir. Rotoren. Könnte mir natürlich aus dem Recht. Rest der Biomasse mehr Treibstoff für die Kettensäge herstellen. Kannst du machen, ja. War falsch. Aber was wir jetzt haben, sind Fallschirme. Cool. Schön, da ist es jetzt nicht mehr ganz so leicht, sich alles zu brechen. Wir brauchen irgendwie mal ein Alien-Organ. Also wenn du irgendwelche Organe kriegst, dann die bitte nicht direkt. Ach, guck mal, wir haben sie doch hier drin. Lol, ach, es kann übrigens sein, das ist ja immer noch kein fertiges Spiel, ne? Dass manchmal bestimmte Zweige hier zurückgesetzt werden, weil da halt irgendwas dran geändert wurde. Also da nicht wundern. Wenn da auf einmal irgendwas anders ist als mal erforscht. So, guck mal. Hey, wir kriegen die Armierpistole. Oh, cool. Die Armierpistole. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall freigeschaltet. Bei Nährstoffe, da können wir noch nicht so viel machen. Da brauchen wir eine Schnecke für. Ressource. Quarz, wenn du 10 Stück hast, dann auch gerne. Schwefel brauchst du hier. Schwefel, da haben wir erst 20. Das ist doof. Warum sind hier Blütenblätter drin? Das weiß keiner. Ich tue die Beeren hier einfach mal dazu. Warten, tun wir das mal damit dahin. So, dann geht das da auf jeden Fall nicht verloren. Ja.
Was wir brauchen, sind jetzt. Oh Gott, jetzt nochmal Farbpatronen. Die Farbpatronen sind übrigens mit einem Update sinnfrei geworden, weil es jetzt den Nein, sind sie Custom. nicht. Man braucht die für eine Funktion vom Customizer noch. Man braucht die, um Echt? Decals auf. Ja, für Decals braucht man die dann. Also wenn man zum Skins oder Beispiel irgendwo Materialien? Red Deutsch Straßenmarkierungen bitte. machen will. Also die Für braucht Sticker man, oder um was? Stra zum Beispiel, genau, Sticker heißt das auf Deutsch. Obwohl das das Wort nicht wirklich beschreibt, weil das ja, weil Fahrbahnmarkierungen jetzt nicht wirklich Sticker sind. Wohl recht, Würde dass ich das mal recht, sagen. ja. Da trifft das englische Wort es besser. Ja, nur doof, wenn du das eigentlich schon nicht kennst. Ich Das brauche ist mal wahr. vier Rotoren. Beziehungsweise, woraus macht man Rotoren eigentlich? Dann könnte man ja gucken, ob man das Man automatisieren macht kann. Aus Rotoren Schrauben aus und Stangen. Schrauben und Stangen. Krass, da wusste ich das Rezept sogar noch. Ja, 25 Wir haben Stangen, hier Schrauben Schrauben. und Stangen. Wir haben schon eine Rotorenproduktion, Tobi, glaube ich. Wir haben Oder? Eisenstangen zur Schraube, ja. Das ist aber Wir haben schon das. eine Rotorenproduktion. Wait, what? Ach stimmt, das brauchst du ja für Ja. die intelligente Beschichtung oder wie? Ach nee, warte mal, wofür brauchst du die? Doch, für. Ja, für die intelligente Beschichtung Ha! brauchst du Rotoren. Das heißt, wir Sowas. können ja einfach was von der Rotorenproduktion hier abzwacken. Hier haben wir ja intelligenterweise schon Splitter hingemacht. Wohl warm. Ist die Truhe ja schon Aber wir genutzt? müssten Nee. unsere Schraubenherstellung etwas optimieren. Ja, das ist ja alles ein bisschen optimierungsbedürftig. Das will ich einfach mal nicht abstreiten. Also, wir verbrauchen hier 48 pro Minute, 100 pro Minute. Ich glaube, das schaffen unsere Förderbänder gar nicht. Wir brauchen wahrscheinlich einfach schnellere Förderbänder auch. Denn hier kommt aus der Fabrik schon ordentlich raus. Obwohl, nee, hier kommen nur 60 pro Minute raus. Das heißt, wir bräuchten Ne, wir eigentlich noch haben. zwei davon. Ne, wir haben insgesamt einen Output an Eisenerz mit geboostet 75 pro Minute. Aber wir brauchen halt wesentlich mehr. Also an sich müssten wir halt schauen, dass wir unsere Fabrik ein bisschen ausweiten. So ganz Ich allgemein überlege, gesagt. ob ich mal ein paar Schnecken suchen gehe. Naja, aber was willst du mit Schnecken? Also ich meine, ich habe ja. Was habe ich Also hier? zum Beispiel könnte man damit die Schraubenproduktion um noch ein Level boosten und hätte dann mehr Schrauben. Ja, Das kannst du natürlich machen, oder wir überlegen halt, ob wir nicht, Es kann sogar sein, dass alle Schnecken, die wir irgendwo schon mal mitgenommen haben, jetzt wieder da sind, weil sich nämlich die Farben der Schnecken im Update geändert haben. Genau, allerdings, also an Eisenquellen haben wir Aber hier halt noch vier Stück, ne? soweit ich Also, sehe, ist es nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob es noch sinnvoller ist, dass wir einfach die beiden Eisen, die vier ein, die vier, zwei von den vier Eisenquellen einfach noch halt anschließen, anstatt da jetzt irgendwelche Schnecken zu suchen, weißt du, was ich meine? Dass du da einfach halt Das noch ein kann sein. Schraubenband draus machst. Was funktioniert hier eigentlich nicht? Ach lol, ich habe vergessen, Strom mal zu schließen. Das ist traurig. Wo gibt's denn hier Strom? Hallo, Strom. Ach Junge. Setzen wir da einen Mast hin und verbinden das da so irgendwie. Ja, passt. Ach, da ist ja auch noch mal. Ich bin blind. Abreißen. Verbinden. Zack. So. Geht doch. Okay, jetzt produzieren wir auch Kabel. Ist über der Kupferkiste. Hallo, großer Manta. So, also Rotoren werden jetzt ebenfalls hier aufgezwackt, dass hier so irgendwie so ein paar abliegen. Das ist natürlich jetzt auch nicht wirklich produktiv, aber immerhin was. Ich würde mich mal dran machen, dass hier die, dass wir irgendwie mal ein bisschen mehr Eisen rankriegen. Was hältst du denn davon? Klingt eigentlich nicht nach einer schlechten Idee. Schwuppdiwupp.
So, erweitern wir hier den ganzen Mist auch noch mal um ein bisschen. Aber mir fehlen natürlich Eisenplatten. Das ist schon irgendwie traurig, dass mir Eisenplatten fehlen. Eisenplatten sollten einem eigentlich nicht fehlen. Was soll eigentlich hier ankommen? Ach lol, das ist so Wo eine ist hier? Biomasse-Dings-Verarbeitungsgedöns. Brauchen wir das? Ich weiß ja nicht. Also Das ist so Biomasse kann man ausführlich auch bestimmt relativ schnell nicht. von Hand machen, Ja, okay, soweit komm. ich Also ich meine, weiß. das Pressen, ja. Aber drei verschiedene Splitter, ey, komm. Da können wir ein bisschen einsparen. Halt. Okay, ich suche immer noch Eisenplatten. Ich finde unser Fabrikdesign übrigens immer noch sehr fancy. Oh, guck mal, hier haben wir Eisenplatten. Das ist tatsächlich sehr fancy. Ich habe eine abgestürzte Drohne gefunden. Glückwunsch. Und was Mit drin? einem Alien-Organspender daneben sogar. Das, Ja, die Feuerviecher sind meiner Ansicht nach Organspender. Und die anderen sind Panzerspender, oder wie? Ist ein Panzer nicht auch irgendwie ein Organ von einem Außerirdischen? Hier lagen sogar einfach mal 21 Motoren rum. Nur bei Nicht dem Wrack, oder Rotoren, was? aber ja, bei einem Wrack Naja, klar, liegt ja, das fliegt lauter ja immer rum. Zeug rum. Das finde ich ganz praktisch. Yay, Wortspiel. Sehr Ha. lustig. Braucht aber 40 Megawatt Energie, um es zu öffnen. Haben wir Biomasse-Kraftstoffe? Ja, wir haben nur Biomasse, ja klar. Wo bist denn du? Ups. Auf der anderen Seite der großen Brücke, die ich selbst gebaut habe. Du wolltest mehr Schrauben herstellen, damit wir mehr Rotoren bekommen, glaube ich. Das Ja, war das dein kann Plan. sein. Ich weiß nicht, kann ich da noch ein Fundament drüber bauen? Ich riskiere es mal lieber nicht. Wie baut man das jetzt hier am doofsten? Das ist natürlich jetzt hier auch die Freude. Junge, deine Tastatur, die triggert. PECH. Ich muss mal das Spiel lauter machen, damit das Spiel lauter ist, ist deine blöde Tastatur. Ich kann nichts dafür. Ja, sagt er und Für legte sich mich ist eine die mechanische Tastatur Tastatur an. irgendjemand. Ich habe die mir nicht angeschafft. Die war einfach im Familienbestand und jetzt habe ich mich an sie gewöhnt und will sie nicht Naja, mehr hergeben. sowas. Eieiei. Überlegen, machen wir noch dahinter und legen wir das Ganze noch bis hierhin. Dann ist das auch geklärt, Junge, dieses doofe Vieh immer. Sprichst du von mir oder von dem Zeckenartigen? Von euch beiden. Ah! Er rennt das einfach weg. Wie freundlich. Können wir nicht schon sowas machen wie Dingszeug, also hier, womit man schneller läuft? Wie heißt das? Das kann ich dir nicht sagen. Oh Gott, Man kann Autos Exoskelett. bauen, wenn wir Exoskelett. mit unserer. Ich glaube nicht, dass wir es schon machen können. Also es gibt sowas später im Spiel, aber hier noch nicht. Das weiß ich auf jeden Fall. Okay, warte mal. Ich wollte jetzt hier was bauen. In welche Richtung machen wir das? Ja, komm, ich mach das in die Richtung, weil die andere Produktion muss ja auch noch unterhalten. So, und dann brauchen wir sowieso noch einen zweiten
Mobilen Miner, damit wir hier einen zweiten Miner bauen können. So. Wenn du mir den Hard Drive geben würdest, würde ich ja mit dem Hard Drive auch was erforschen. Ja, du machst das dann, nicht irgendwie das Mam. Genau, du machst das. Natürlich mache ich das, wer soll das denn sonst machen? Das Mam ist keine KI. Doch, ist mir egal. Dann bezeichne ich es halt als Gruppenarbeit. Raphael hat an der Gruppenarbeit teilgenommen. Zur Erforschung der Festplatte. Wie viele Ofen brauchst du pro Miner? Einen? Kann das sein? Ihr riecht mich da? 30 pro Minute, 30 pro Minute. Oh, das passt doch. Ja. Ja, das passt wirklich. So, dann setzen wir auch hier noch einen Ofen daneben. Führen Sie Förderband darüber. Weißt du, was das für eine Ressourcenverschwendung ist, das immer wieder die Leben aufzufüllen? Ja. Schlimm ist das. Ist mir voll bewusst. Das ist mir aber halt auch egal. Ich Pass bin mal auf, nicht sehr ich mach dich jetzt demnächst effizient. mal zum Energie. Ich mach dich jetzt einfach mal zum Energiebeauftragten. Du schaust jetzt mal Was bitte, dass wir bedeutet genug das? Energie haben. In dem Fall halt Ausbau des gesamten Stromnetzes. Was heißt Stromnetzes? Dass wir halt genügend Spannung halt immer im Oh, Netz haben. komisch, plötzlich gibt es einen wichtigeren Milestone. Oh, ja, das ist jetzt echt komisch. Woran das nur liegen könnte. Ja, ich weiß nicht. Ist auch total komisch. So, dann bauen wir das hier weiter. Dann bauen wir das hier irgendwie um. Nee, bei der. Wer hat die Produktion für verstärkte Eisenplatten untertaktet? Naja, die war halt einfach nicht effizient genug. Weiß nicht, vielleicht braucht ihr dann weniger Strom oder so, keine Ahnung. Ja, das kann sein. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Warte mal, sind die jetzt ja alle angeschlossen? Nee, der nicht, weil er kein Rezept hat. Okay, gut, haben wir das. Dann brauchen wir, lass mich mal überlegen. Ich setze mir am besten hier mal eine Werkbank hin. Da lässt sich das nämlich immer ganz gut nachschauen. Wir brauchen, glaube ich, Eisenstangen, ne? Aus Eisenstangen machen wir direkt aus Eisenbarren und aus Eisenstangen können wir 4 Schrauben machen. Ja. Das heißt, wir setzen das jetzt einfach so dahinter, würde ich sagen. Oder? Irgendwelche Einwände? Nicht wirklich. Keine wirksamen Einwände auf jeden Fall. Ach so, das ist natürlich die Frage. Haben die. Nee, guck mal, die haben nämlich 15 pro Minute. Das heißt, entweder wir betakten die, oder wir müssen die Produktion von den bei den Öfen aufteilen. So. Dann fangen wir mal hier an, weil es hier dann halt so hoch geht, ne, richtig nervig. So. Muss das so weit weg? Nee, an sich auch nicht.
Nein, bin ich nicht. Ich bin Wieso kann ich da nicht durch? Ich bin gerade beim manuellen Rotoren herstellen, weil ich jetzt zu faul war, eine Fabrik zu bauen. Die Fabrik existiert doch schon. Echt? Ja, aber ich hatte keine Lust, was davon abzuzapfen. Ich hab's ja jetzt. Wir haben folgende Möglichkeiten. Verschraubte Eisenplatten. Kohle. Wir können jetzt Kohle bauen. Das heißt, ich werde jetzt nach Kohle suchen und dann werde ich Kohleinfrastruktur bauen. Ganz kurz, noch zum Ende der Folge, gucken wir nochmal. Beim Kupferlegierungsbarren, finde ich jetzt nicht so sinnvoll, 10 Kupfer und 5 Eisen zu 20 Kupferbarren, oder 5 Eisenbarren zu 9 Kupferdraht, also Eisendraht, oder verschraubte Eisenplatten, also 18 Eisenplatten mit 50 Schrauben zu 3 verstärkte Eisenplatten. Ich finde eigentlich die beiden letzten eigentlich gar nicht so schlecht. Wobei, dann brauchen wir noch mehr Eisen, ne? Ja, das ist wahr. Nehmen wir die verschraubten Eisenplatten? Mach, wie du möchtest. Okay. Was waren denn sonst hier Kosten für verstärkte Eisenplatten? Verstärkte Eisenplatten? Ist das nicht genauso viel? Warte mal. Wofür ist der eigentlich? Haben wir ernsthaft... Wir haben 2 davon. Wovon haben wir 2? Von den Biomasseverarbeitungsdingsbomben. Klingt mir nach Ineffizienz. Ja. Was arbeitet der gerade? Achso, schon Biomasse. Ja genau, also das ist halt so gedacht, dass du einfach hier reingehst, Blätter. Zu Biomasse. Holz zu Biomasse. Mycelium ist nicht unbedingt. Das geht in die Richtung, das heißt, wir tun hier einfach die Biomasse rein. Dann geht es da ganz langsam. Ich baue ja jetzt schon mal direkt am See die Anfänge eines Kohlekraftwerks. Ey, tu das. Aber wir beenden hier an der Stelle die Folge und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen nochmal, dass wir nochmal ein paar Folgen aufnehmen. Aber ja. Tschüss. Tschüss.